Hallo liebe Runenmeister, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Jo, es ist nicht mehr lange bis zum 7. September und ja, der Runenmeister rauskommt. Ich freue mich. Und ja, wir spielen jetzt wieder mit diesem Infernal Rite Necromancer, weil mit denen kommen wir einfach viel schneller vorwärts und es macht euch natürlich mehr Spaß zuzuschauen. Ja, ich habe es im letzten Part schon ein bisschen angedeutet. Ich werde den Runenmeister in einem Livestream spielen, dass wir da auch sehr schnell vorwärts kommen. Und ja, vor allem diesen Charakter und den Hammerdin natürlich dann auch wieder im Let's Play weitermachen. Aber zwischendurch sicher auch, wenn es geht, dann auch den Runenmeister zeigen. Außerdem natürlich noch den. Nach dem ersten Monolithen, den wir hier wieder haben, genau, können wir eigentlich, also eben, genauso wie jetzt hier mit diesem Necromancer natürlich dann weiterspielen. Ich freue mich riesig drauf und ich werde auch schauen, dass ich euch mitbeziehen kann. Also natürlich dürft ihr gerne mitspielen natürlich, aber ihr dürft auch irgendwelche Entscheidungen treffen. Ich habe zwar eben nicht viele Zuschauer, die wirklich auch reden, also schreiben, meine ich. Aber es geht ziemlich, ja, bei mir auch vorwärts. Mir geht es eben auch wieder besser. Ich hatte einfach in letzter Zeit nicht gerade so meine Kraft und alles. Meine Nerven haben halt immer wieder ein bisschen dazwischen gefunkt. Aber ich bin eben Nervenkrankheit, MECFS. Schaut unbedingt mal MECFS.de an. Was das für eine schlimme Krankheit ist, ist sehr gut beschrieben. Zwar viel geschrieben, aber ihr müsst eigentlich nur die kleinen Tabellen und so anschauen, um es genau zu wissen, was es ausmacht. Aber ich habe jetzt viel mehr Kraft wieder, weil meine Tabletten, das Hydrocortison, also ein Cortisol, das ein Hormon ist, von der Nebenniere gemacht, ist natürlich auch wieder ein bisschen besser eingestellt und so. Das habe ich alles selber machen müssen und deshalb freue ich mich auch so riesig wieder mehrere Stunden und sehr aktiv und sozial mit euch Livestreams zu können. Das ist natürlich alles auch auf YouTube im Livestream und jo, ich freue mich riesig und ja, ich denke, ich hoffe, jetzt stürzt auch Last Epoch nicht mehr so ab, weil ich habe es jetzt langsam noch wirklich ein paar Wochen Recherche endlich herausgefunden, an was es wahrscheinlich liegt. Es liegt einfach an dieser unmesslichen Power einer GeForce 3000er Serie, wie ich die 3070 habe. Und deshalb einfach die Spiele völlig sich überladen, überhitzen den PC, also die Grafikkarte überhitzen. Jo, dass ich halt auch eben dieses G-Sync habe und nicht wegkriege. Und auch halt einfach die Spiele völlig überlaste mit meiner Grafikkarte. Aber ja, wenn es jetzt immer noch abstürzt, dann liegt es einfach am Spiel. Es gibt so viele Leute, die nicht so eine gute Grafikkarte haben und trotzdem noch Abstürze haben. Das Spiel ist nicht optimiert und das hat heute auch jemand mir geschrieben. Er braucht unbedingt die deutsche Version, sonst würde er das vielleicht nicht spielen. Also einer war vor einem Monat oder so geschrieben hat, der hat das gesagt. Ja, man muss halt das Deutsche wirklich auf Deutsch das Spiel haben. Das ist in der Schweiz natürlich auch nicht anders. In Österreich wahrscheinlich auch nicht anders und in Liechtenstein auch. In Luxemburg und sonst, wo man noch Deutsch redet, natürlich auch nicht anders. Sprachen sind sehr wichtig in Spielen, oder? Ich freue mich riesig, dass Super Mario Wonder auch eine deutsche Sprachausgabe hat. Habe ich heute vorher gerade gesehen. Nintendo Direct. Ich bin ja schon seit 1990 Nintendo-Fan, also da war ich 3 Jahre alt. Aber ich kann einfach die Spiele nicht leisten oder neue Konsolen und so. Und jetzt kommt schon wieder eine neue Switch bald raus wahrscheinlich, also eine neue Nintendo-Konsole. Kann ich mir wahrscheinlich auch nicht direkt leisten, weil ich einfach zu den ärmsten Menschen auf dieser Erde gehöre wahrscheinlich. Fast. Ja, einfach, wenn du krank bist, bist du am Arsch. Dann kannst du dir einfach nicht vieles
erwünschen. Ich muss noch ein bisschen weiter die Leiste hier rechts voll machen. Jo, und bin halt sehr beschäftigt, weil ich halt sehr viel Therapie brauche in Form von Sport, oder? Ich habe heute wieder viel zu viel Sport gemacht. Und bin jetzt um... Okay, es ist schon morgen. Um 1.16 Uhr am Let's Play. Ja, das ist leider so. Ich bin total müde, ich habe wieder viel zu viel geredet. Ich bin halt auch ein wirklich mega sozialer Mensch. Und trotzdem fühle ich mich noch einsam, oder? Wenn nicht so viele Menschen sozial sind in meiner Umgebung. Also unbedingt auch schauen, dass ihr mit mir ein bisschen reden könnt. Vielleicht über Discord am besten. Im 42 von 42, gut. Im Livestream dürft ihr gerne noch mit mir reden. Müsst einfach noch natürlich ein bisschen dabei sein. Und... Jo, ich freue mich riesig über jedes Kommentar, wie heute auch wieder ein paar Kommentare kamen, die wirklich sehr aufheitend sind für mich. Also ihr macht Gutes, wenn ihr mir irgendwas erzählt oder eure Meinung auch sagt, wie ich auch gerne euch die Meinung sage, wie ich die Spiele finde. Aber für mich vor allem ist es halt auch ein bisschen schwierig, Spiele zu spielen, weil ich sehr viel eigentlich auch mitbekomme. Oder ein neues Spiel ist für mich wie so ein Vulkan, der zuerst ausbrechen muss, bevor ich ihn spielen kann. Aber auch alte Spiele oder wenn ich eben Hilfe bekomme, ist es für mich viel leichter. Weil Spiele, die zu schwer sind oder einfach nur sehr viel Leistung verbrauchen, Hirnschmalz und so, sind dann nicht gerade so bequem. Aber dafür spiele ich auch Spiele lieber, die ich kenne. Oder? Das ist, ich kann einfach Spiele nicht aufhören. Ich spiele jetzt 3 Jahre und 5 Monate spiele ich Last Epoch und mir ist es kein Funken langweilig. Ich könnte immer weiterspielen, ich könnte immer wieder neue Charakterbuilds erfinden und der Runenmeister werde ich sicher ausgiebiger spielen als andere Let's Player und Livestreamer. Aber das werdet ihr dann schon sehen, es muss euch einfach auch Spaß machen und sonst schreibt das unbedingt auch hin. Es macht euch gerade keinen Spaß. Dürft mir Kritik geben. Aber ich bin wie eben so ein, ja, bin halt hochbegabt. Ich bin halt multitaskingfähig. Bin alles Mögliche. Für mich sind viele Sachen schwieriger, aber dafür, deshalb machen sie auch mehr Spaß. Und anderen macht es dann halt weniger Spaß, die halt unterfordert sind. Aber das ist vielleicht auch genau das Leben, das ich brauche. Und was halt die wenigsten haben. Aber dafür... Oh. Ich bin glücklich, dass ich anders bin. Ich bin eben im Fußball halt schon sehr, sehr außergewöhnlich gut. Aber kann einfach die Leistungen nicht zum Beispiel 90 Minuten auf dem Feld machen oder so. Ich weiß es nicht, ich kann schon, also bin einfach noch nicht so weit, weil ich sehr heiß gehabt habe im Sommer. Also meine Sinne sind verstärkt, auch die Wahrnehmung auf Hitze und Kälte sind stark und das macht einfach heißer für mich. Ich schwitze schneller und bin schneller überhitzt, oder? Und deshalb war ich ja auch nicht so aktiv am PC, weil es auch drinnen zu heiß war. Ich war irgendwo draußen und habe den Schatten genossen. Ja, und jetzt wird es wieder kälter. Es hat 24 Grad abgekühlt. Es wird doch nochmals 28 Grad, aber dann einfach angenehmer, oder? Man hat es nicht immer durchgehend, diese 36 Grad plus. Und deshalb ja, geht es mir auch wieder viel, viel besser. Aber dafür hatte ich auch wieder viele Leute, die deabonniert haben oder einfach inaktiv waren. Jetzt das letzte Video war wieder ein bisschen mit mehr Zuschauer. Und da hatten wir auch einen super Boss, den wir eigentlich auch bald wieder erreichen, wieder machen könnten. Der droppt nämlich noch ein bestimmtes Item für einen... Weiß ich nicht mehr. Muss ich jetzt sagen, jetzt habe ich das zu schnell ausgeplappert, aber... Jo, es ist für eine Charakterklasse, die ich brauche. Vielleicht für diesen Bild, glaube ich. Sind es Handschuhe oder so? Ich weiß es nicht mehr so genau.
Aber das ist ein bisschen kompliziert, auch auf Englisch zu spielen. Also man merkt irgendwie englische Worte, wenn man es nicht gut kann, auch weniger gut. Aber, jo. Ist es natürlich auch viel schwieriger. Ich denke immer, wie unterfordert manche Livestreamer sind. Und ich so ein bisschen auch Probleme habe mit den Spielen. Für mich macht es einfach viel mehr Spaß als für die. Und dafür machen andere Livestreamer vielleicht auch ein bisschen weniger Spaß mir, aber dafür geht es mir wieder besser. Also ich muss jetzt nicht unbedingt darunter leiden, dass andere halt nicht so speziell sind wie ich. Aber das ist ja auch gut so, oder? Es ist eigentlich alles gut, auch das Schlechteste ist irgendwie, hat irgendwie eine gute Seite. Man kann natürlich auch davor auch mehr sich wappnen und ja, es besser aushalten. Und das freut mich so. Oder auch wenn ich vielleicht manchmal ein bisschen schneller genervt werde, ist es natürlich eher so, dass mir die Spiele auch allgemein mehr Spaß machen. Eine Langeweile. Ich kann jedes Genre spielen und eigentlich auch jeden Gegner besiegen. Ich brauche einfach ein bisschen länger. Wenn ich einen Boss habe, ich brauche vielleicht ein bisschen länger, bis ich ihn kennenlerne. Dafür kann ich ihn dann auch besser, oder? Es ist eben wie ein hartes Leben und wenn du ein hartes Leben hast, dann macht es dir mehr Spaß und dann kannst du auch mehr erreichen, oder? Auf jeden Fall nie aufgeben, auch wenn es für euch schwerer ist und ja, weitermachen und den Spaß halt auch ein bisschen suchen und frönen. Sonst halt irgendwas anderes machen. Zum Beispiel, ich bin halt so, ich kann ja kaum arbeiten. Also ich kann schon arbeiten, aber es muss mir auch richtig gehen, oder? Also ich kann zum Beispiel ein Spiel designen, aber ich kann nicht alles am Spiel machen. Ich kann zum Beispiel Sounds nicht passend procken, oder? Dass die auch richtig ja, wenn man halt getroffen wird, dann macht's ah. Oder wenn man trifft, macht's. Und das ist halt, oder zling. Das ist halt so ein Timing, oder? Das ist vor allem das Timing, was halt schwerer ist, wenn du hochbegabt bist. Dir machen auch manche Sachen wirklich weniger Spaß. Dafür machen zum Beispiel Sachen, wo ihr etwas lernt, umso mehr Spaß. Und deshalb habt ihr auch mehr Freude ab irgendwas. Aber es ist halt schon, ja. Es ist, als würdet ihr einfach ein Arbeits-PC sein und nicht ein Gaming-PC. Ein Gaming-PC ist zwar stark, aber ein Arbeits-PC kann noch viel mehr leisten. Also kommt hier hin und nicht sterben wieder. So, weg. Der Boss, der ist mir so ins Herz gewachsen. Der macht so viel Spaß. Aber wisst ihr noch am Anfang, wie ich mich genervt habe? Ist er jetzt kaputt? Ja, ist gut. Oh, ich bin fast noch in diesen starken Attacke rein. Ja, es ist eben fast ein bisschen zu viel, zu hastig. Das haben Leute, die so hochbegabt sind, halt nicht gerne. Der Mensch ist zu überhastig. Er wechselt immer wieder irgendwie die Art von, ja, er ist zu schnell gelangweilt dann. Also, Hochbegabte sind halt gelangweilt auf bestimmte Sachen, die sie machen müssen. Also zum Beispiel Formen, zum Beispiel Mathematik üben. Dafür sind sie zum Beispiel im Deutsch besser. Oder im Englischen. Also Englischunterricht. Und nicht Hochbegabte sind einfach dann immer wieder ein bisschen gelangweilt, weil sie einfach auch merken, sie sind halt schon recht unterfordert meistens. Und das haben Hochbegabte irgendwie nicht. Ich freue mich schon, ein bisschen hochbegabt zu sein, aber ich mag es auch nicht, weil ich halt schon extremst viel leisten muss. Vor allem für andere. Ich werde so oft gefragt, was ist das und das zusammengerechnet? Was ist zum Beispiel, was heißt das auf Englisch und so? Ich kann nicht gut Englisch, aber ich kann es, weil ich mir das einfach im Kopf auch herumschwirren sehe, oder? Ich glaube, Huge Idol brauchen wir. Das ist Abdornet, das ist Grand, das ist Large.
Machen wir Erfahrung. Erfahrung ist immer wichtig. Also Gold. Ja, Gold hätte ich auch gerne mehr, aber das verdienen wir dann später schon wieder mehr. Jetzt muss ich halt einfach auch schauen, dass ich auch weiterkomme bei anderen Builds, die schon weiter sind. Aber gut. Das Spiel lebt halt einfach vom Grinding. Und jetzt, bis jetzt ist es noch nicht abgestürzt. Okay, es ist auch mehr als 15 Minuten. Stürzt meistens ab 20 oder 25 Minuten ab. Aber ich habe jetzt momentan den Debug-Modus angestellt. Den habe ich nie gesehen oder gehört. Noch nie. Und scheinbar jetzt geht es schon viel besser. Es läuft auch ein bisschen flüssiger. Und ich habe V-Sync ausgemacht und trotzdem habe ich keine Grafikfehler. Aber ihr merkt wahrscheinlich, ich habe es jetzt einfach momentan noch ein bisschen, ja, nicht allzu hoch eingestellt. Also überall hoch, sondern ultra in den Grafikeinstellungen. Der Unterschied ist gar nicht, also der existiert gar nicht. Ah, ich habe schon viel. Gut, also machen wir weiter. Nicht allzu viel verschwenden beim unnötig weiterhin beschweren. Man sieht ja nicht, wie die Skelette auch sterben oder sie verschwinden einfach. Aber so ist ja auch der Entwickler, oder er macht Sachen einfach nicht, obwohl die Fans halt immer wieder sagen, bitte ändert diese Sachen, oder? Es ist irgendwie so richtig völlig. Der Entwickler, der macht nur das, was ihnen Spaß macht. Sollen ein paar Leute einstellen, wie zum Beispiel mich. Ich würde gerne Entwickler von Ihnen sein. Würde gerne auch in der Türkei ein bisschen leben. Aber ja, es ist halt. Ja, ihr wisst ja, Erdogan und so, diese Leute, diese Diktatoren, sind halt schlimme Leute. Ja, die könnten ja auch in der Schweiz. Die würden in der Schweiz viel mehr Erfolg haben. Irgendwie haben Schweizer Entwickler eigentlich sehr viel Erfolg, habe ich so das Gefühl. Das ist Urban Games, ey, ich liebe dieses Spiel einfach, Transport 4v2. Und auch andere Games, wo ich einfach als Bore sie nicht so toll finde. Handy Games und so. Deutsche auch. Aber Deutsche müssen immer wieder einfach dicht machen, weil sie kein Geld mehr haben. Ja, jetzt ist erst kürzlich wieder ein Entwickler bankrott gegangen, gell? Lalala Games, glaube ich, heißen sie. Aber ich habe die Games gar nie gespielt. Ich weiß nicht, ich kenne sie. Jo. Wahrscheinlich so Minispiele gemacht oder so. So, jetzt mal ein bisschen Gold sammeln. So, meine Stimme ist auch noch nicht gerade so gut. Ich war heute wieder echt krank. Ja, Asthma halt oder auch. Ja, Long-Covid, wo ich immer noch habe. Ich kenne jetzt echt viele Leute, die Long-Covid haben. Das ist einfach sehr sozial fördernd, oder? Wenn du die Leute auch ein bisschen ermutigst und alles Mögliche, das macht die schon recht motivierend, oder? Dass trotz Leiden sie wieder gut durchs Leben kommen und so. Ich bin einfach eine Person, die weiß ganz genau, dass die Leute natürlich es auch schwer haben, sie Hilfe brauchen und ich gebe auch jedem Hilfe. Aber ich bin ja auch als Jugendlicher, als Therapeut, als Arzt, habe ich angefangen zu lernen. Okay, jetzt ist es abgestürzt. Wieso stürzt du immer noch ab? Du hast keine Gründe. Nochmals reingehen. Der tägliche Auf. Nein, es ist eben nicht in der Aufnahme. Es stürzt auch ab, wenn ich normal spiele. Ich habe eben der Bleed-Ding noch weiter gegrindet, dass ich da beim Age of Dragons Timeline da auch den Boss zeigen kann im Part, aber es stürzte da auch wieder öfters dann ab. Ja, das müssen sie eben im neuen Patch gefixt haben, sonst sieht es nicht gut, dann laufen wieder alle nach einer Woche weg. Wie genau im letzten Patch am 27. Mai. Das war 0.9.1. Ja, jetzt kommt am 7. September 0.9.2. Und ja, die Engine ist halt immer noch überfordert und wird wahrscheinlich noch mehr überfordert werden. Was ist das denn?
Schild ist das Set. Das ist das eine Set, genau. Oh, ich stimme das falsche. Sinanzas, okay. Die Keule habe ich auch, ja. Das. Wie man jetzt auch wieder diese Items auch sieht. Man nutzt sie nie, aber man sieht sie bei anderen Charakteren. Die haben das gerne. Ja. Sind wahrscheinlich ja noch nicht so weit. Also die meisten, die wirklich auch zu sehen sind. Hä? Ich hab doch da. Ja, eben. Ja, das Spiel wird sau langsam, wenn es einmal abgestürzt ist. Dann müsst ihr mit dem ganzen PC neu starten. Aber gut, wenn ihr das auch noch nicht spielen wollt, also wenn es auf Deutsch ist, wenn ihr wirklich das Spiel auch selber spielen wollt und es oft nicht auch macht, dann wird das wieder gefixt. Das ist halt wirklich so ein. Wir sind noch am Early Access, wir schauen nicht, dass irgendwie das Spiel optimiert ist und so. Dafür ist der Early Access auch da. Also die Entwickler fixt diese Sache zuerst einmal und dann macht diesen Content, der wirklich schwer ist, wie zum Beispiel die Grafik nochmals verbessern. Die Grafik muss einfach gar nicht mehr verbessert werden. Nur vielleicht die Lichteffekte weniger grell machen und dann macht es auch wirklich jedem Spaß. Aber zuerst mal alles backfixen, bitte, liebe Entwickler, gell? Dankeschön. Es nervt vielleicht euch ja auch, wenn ich dann kurz nochmal das Spiel starten muss. Es nervt jedem, aber gut. Ich spiele trotzdem weiter, ich kämpfe mich einfach durch. Ich sage, ich spiele das Spiel trotzdem weiter, auch wenn es abkürzt. Es ist ja eben nicht so viel, es sind halt 20, 25 Minuten. Es ist eher, wenn man viele Levels auf einmal macht, wenn man sie zu schnell durchspielt, die Levels. Es ist einfach diese generelle Überforderung, die das Spiel auf die Engine macht. Und das ist halt nicht so gut. Jetzt, wo es wieder schöner Wetter ist, ist es einfach viel zu trocken. Es war lange Zeit zu schön, es wurde sehr feucht. Und jetzt einfach kurz nass. Also wirklich regennass und viel geregnet. Und jetzt ist es wieder schön und jetzt ist es wieder sehr trocken. Hey, das hat innerhalb von 4 Stunden alles getrocknet. Sogar der Rasen, sogar der Schlamm. Alles getrocknet, weil es noch wieder heiß ist. Das ist jetzt nicht gerade förderlich für die Stimme und alles. Aber ja, man ist auch in einer topmodernen Wohnung, wo auch die Heizung dann an ist, wenn es regnet draußen, wenn es kühler ist draußen. Da kriegst du einfach manchmal schon die Krise. Wie viel Leben? 17% increased health. Ja, ich brauch's halt nicht. Meine Güte, sind immer so tolle Sachen. Health ohne Resistenz in der Minute. Ich glaube, ich habe genügend Helme für Legendaries. So, also. Gucken wir kurz, was müssen wir skillen hier? Da müssen wir eigentlich noch skillen. Hier, ich meine, ja, Crit-Chance. Komm nochmal so ein bisschen Geschwindigkeit, ist zwar wenig. Ich mache mehr Crit-Chance, die brauchen Crit zum mehr Damage machen. Hier müsste ich hier Health Decay oder hier oben Maximum Rates, da 2 Punkte reinstecken. Hier muss ich einfach hier unten noch. Und hier muss ich irgendwo hier oben, nein, nicht hier oben. Auch Attack Speed. Ja, machen wir die Chance auf extra Projektile, damit es schneller geht. Und dann hier oben. Genau, hier oben 2 Punkte nur. Was? Weiz und Grand? Ah, wartet auf dem Grund, okay. Ich dachte schon Weiz, aber es sind Weit. Es ist einfach warten. Okay. Ja, dann muss man auch richtig lösen. Gut. Ja, ich schaue, dass ich immer die Parts doch auch ein bisschen angepasst mache. Also eventuell, wenn ich jetzt immer ab 23 Minuten den Crash habe. Ich glaube, jetzt heute war er doch auch ein bisschen früher. Das ist gar nicht mehr, ich schau dann. Aber ich beende immer dann, wenn es sollte crashen, dann habe ich keinen Crash im Part.
und bekommt dafür... Ja, jetzt crasht es nochmals. Lol, noch 25-2 crasht. Ja gut. Einmal mache ich es noch. Aber irgendwie ist die Engine genauso. Sie ist nach 23 Minuten oder nach 21 Minuten, sagen wir, und nach 25 Minuten so überlastet. Diese Engine ist einfach katastrophal. Was ist Unity für Handys? Diese Engine ist eigentlich einfach auf dem Handy aktiv. Sie wurde für den PC gemacht. Die wurde einfach nicht mehr geupdatet. Also sie bekommt Updates, aber nicht mehr so wie Unreal Engine so 1.5 oder 5.0.1 und so. Das ist einfach eine Engine, die nicht mit neuen PCs harmoniert. Und deshalb, ja, kannst du einfach Last Step auch in die Tonne schmeißen, weil du einen zu neuer PC hast. Je besser dein PC, je neuer dein PC ist, desto schlechter läuft das Game. Müsst ihr wissen. Denke ich mal. Also, kann auch anders sein, aber... Dass mein PC nach 3 Jahren Benutzung... Nein, nach einem Jahr Benutzung... Ich habe ihn ja nicht 2000 gekauft. Ich habe 2001 gekauft, im Oktober, also 1,5 Jahre Benutzung. Immer schlechter auf das Spiel reagiert, weil Windows Updates bringt, oder? Nach jedem Update hast du das Gefühl, es crasht noch viel mehr. So ist es. Du kannst nie etwas dafür, weil die Technik einfach nicht funktioniert. Also es ist natürlich schon ein bisschen gespielt. Ich bin ja nicht böse, dass es so passiert, aber... aber das ist nicht beendet worden, also nicht fehlgeschlagen. Ja, einen Fortschritt. Es wird das Echo nicht mehr zerstören. Also vielleicht habt ihr noch eine Idee, was ich noch machen könnte, aber das ganze Internet sagt so, ja, es gibt so ein paar Fixes und die funktionieren bei mir nicht. Also wahrscheinlich muss ich nochmals eine neue Festplatte kaufen können und dafür brauche ich querwiegende Spenden. So 3-4 Terabyte, ja, Terabyte ist natürlich schon ziemlich teuer. Aber ihr wisst ja wahrscheinlich, wie schwer, wie groß ein Video ist. So auf 60 FPS und so läuft. Wie lange YouTube braucht, um die Videos zu verarbeiten, das ist unglaublich. Das Hochladen, so 5 Minuten, nicht mal 5 Minuten hochgeladen. Aber das Verarbeiten, so 1-2 Stunden. Ist schon knüppelhart. YouTube braucht einfach so mega lange. Aber gut, also jetzt hoffen wir auf, dass der Livestream wenigstens ein bisschen länger aushaltet. Ja, wahrscheinlich morgen spät, also am Freitag, dem 1. September spät. Das heißt, ab 21. Okay, jetzt crasht das völlig. Also, ich zeige euch das mal kurz. Kann ich nicht zeigen, mein Bildschirm übertragen wieder nicht funktioniert. Ja, jetzt ist sowieso OBS kaputt. OBS zeigt nur noch Black Screen an. So jetzt. Ah, du zeigst einen falschen Bildschirm noch an. Okay. Also, seht ihr, wie viele Probleme ich irgendwie habe mit OBS? Wo ist denn dieses Zeugs? Eigenschaften. Bildschirm, genau, da ist es gewesen. So, jetzt habe ich den richtigen Bildschirm, jetzt kann ich das auch wieder rüberschieben, wenn es geht. Also eben, ein Fix war noch da bei Hilfe. Also Nvidia, wenn ihr GeForce habt, Hilfe, Debug-Modus an. Aber es funktioniert bei mir nicht, oder scheinbar. Und das andere ist natürlich einfach Last Epoch, was kein Fenster, also kein Symbol hat. Ja, das geht halt bei Steam nicht, oder? Da kriegst du die Krise, da willst du eigentlich nur ein anderes Game haben, das auch so gut ist. Ja, Grimdawn natürlich. Bekommt eben dieses Update über hier. Fängs auf Astakan, aber ich weiß nicht genau wann. Steht das schon, wenn es rauskommt? Ja, jetzt bezahlen werde ich alles. Aber... Es steht nicht wann.
Ja gut, machen wir das dann auch. Ding, oder? Dann muss man ja natürlich hier auf Eigenschaften Dateien durchsuchen. Manchmal denkst du einfach, Technik ist nicht mehr das, was es früher mal war. Das geht alles kaputt. Ja, das kannst, da kann man eigentlich auch entfernen, aber der Crash-Handler nervt halt auch herum. Der braucht so viel Leistung. Oho. Also Komparativmodus muss ich ja nicht machen. Aber als Administrator müsst ihr ja machen. Ich mache jetzt auch mal Kompatibilitätsmodus und dann habt ihr was ich nicht mehr habe. Wo sind die Safe Games gewesen? Das habe ich halt vor dem Crash von, also vor dem Windows 11 auf Windows 10 zurückmachen gemacht. Dokumente, glaube ich, My Games. Nein. Na, oh, wenn man das nicht findet. Also diese PC dann. Benutzer. Speicherte Spiele ist das von Ascoron. Ja, ihr müsst ja zu den Safe Games gehen. Und das ist eine Grafik-INI. Grafikmanager-INI heißt sie, glaube ich. Und die müsst ihr einfach löschen. Also, wo ist Minecraft da? Dann Roaming, nein, Orbdata, Local Low, 11 Hour Games, was der Epoch, genau, jetzt habe ich sie. Dieser LE Grafikmanager einfach löschen. So. Dann geht ihr wieder auf Spielen. Ich mache jetzt mal kurz den Bildschirmmodus aus. Habt ihr noch kurz Black Screen? Aber ja, sonst habt ihr den Balken oder einfach verschoben und das ist natürlich auch nicht so schön. Ja, oben Broadcaster Software hat auch immer viele Fensterprobleme, dass ihr dann zum Beispiel das Fenster von Transport Fever 2 habt, aber Last Epoch im Hintergrund und wenn ihr dann Last Epoch spielt, habt ihr Transport Fever und dadurch kein Bild, das ist nur Black Screen und so Sachen. Das muss alles mal wieder verbessert werden. Es ist ja schon, also Studio ist schon eine Fanversion, aber die machen so wenig, oder? Die machen einfach nur Mist. Es ist nicht ein toller Support, wie es von bezahlten Leuten ist, oder? Ist echt schade. Man macht so viel, als Fan macht man so viel durch und wird trotzdem irgendwie doch enttäuscht eher. Weil es halt immer wie komplizierter wird. Würde ich doch gerne einfach Grafik aus den 90er Jahren oder so wieder haben. Es macht mir überhaupt nichts aus, aber dass einfach so ein Item dann tausende von Pixel haben machen, das macht alles viel schwieriger, anfälliger auf solche Crashs und so. Ich gehe in ein anderes Level. Ich gehe jetzt hier die Keulen oder Äxte suchen. Ja, und jetzt haben wir schon ein bisschen einen längeren Part, aber das macht nichts aus. Das ist natürlich eben diese Zeit, die ihr verliert mit meinem Crash-Zeugs. Einfach so. Dass ich dann ein bisschen länger dafür als Ausgleich ich gerne gebe. Also nur nicht mehr crashen. Also liebe Entwickler, stellt mich an. Ich muss nicht gut Geld verdienen, aber ich mach's vielleicht. Ich werde das finden, genauso wie ich meine Sachen, dass es Spiel nicht mehr abstürzt, die ich finde. Aber ich kann halt Sonden 2 Minuten googeln, kann ich halt auch 500 Stunden googeln. Das können halt nicht viel. Und da ich immer sehr viel Fußball trainiere, kann ich halt auch noch toll Fußball spielen. Oder toll gamen, weil ich auch länger game. Okay, gar nicht so lange wie andere, aber mit eurer Hilfe im Livestream könnte ich eigentlich sehr, sehr gut gamen. Sehr viel game auch. Also lass mich mal ein bisschen mehr beschmieren. Also jetzt bist du gerade völlig out of mal. Das ist nicht so toll. Wahrscheinlich, weil ich wieder ein Level gehabt habe. Brauchen sie wieder mehr Mana, das Kill? Ne, ich
Ich wollte einfach zu viel beschwören manchmal. Damit es ein bisschen